Hallo Lieben und herzlich Willkommen! Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe heute für euch eine ganz tolle Kartenidee, die ich euch vor ein paar Jahren schon mal gezeigt habe. Aber wir machen die heute ganz anders und wir arbeiten heute in Zentimeter. Also kurz zur Erklärung, ich habe euch vor einiger Zeit eben schon die Karte gezeigt. Das ist so eine Bogenkarte, die kann man also hinstellen. Also hier hinten kann man sie aufklappen, da kann man super viel Platz, hat man super viel Platz, schön was unterzukriegen, viel Text. Und es ist eine Karte, die ist größer vom Format und die ist eben ganz besonders durch diese gebogene Front hier vorne. Und ich habe mir da heute was einfallen lassen. Wir werden die also anders machen, als ihr sie hier seht. Anders, als ihr sie das letzte Mal gesehen habt, als ich euch dazu eben das Video gezeigt habe. Das verlinke ich euch jetzt mal hier oben unter dem weißen i. Da könnt ihr nochmal nachschauen. Da sind auch ganz viele andere Gestaltungsideen dabei, also wie man das anders gestaltet. Und ich habe mir gedacht, ich nehme das Video quasi wieder ein bisschen auf, weil ich da ganz oft gefragt wäre, ob ich es nicht mal in Zentimeter erklären könnte. Und ich habe da jetzt immer die Inch-Angaben umgerechnet und so, aber das ist irgendwie sind es keine so richtig runden Maße und deswegen machen wir das heute in Zentimeter, in richtig einfachen Zentimeterangaben. Und auch die andere kleinere Neuerung, sage ich, oder die andere Gestaltungsmöglichkeit, ist, dass dieses Fenster hier rechts oben ist. Ich finde, das macht sich auch total gut, sieht modern aus und sehr schön. Also mir gefällt es super gut und ich hoffe euch auch. Und ihr wisst ja, die Mohnblüten, ohne die kann ich schon gar nicht mehr. Ich liebe die wirklich, die sind so schön. Die glitzern und funkeln hier auch ein bisschen und hier ist der Hintergrund auch noch geprägt. Und ich sehe dir das ganz gut. Und genau, ich zeige euch nochmal die Innenseite ganz in Ruhe. Bisschen gestempelt. Jetzt in diesem Fall zum 60. Geburtstag, aber ihr könnt natürlich auch was anderes draus machen. Habe ich auch noch eine Idee, die ich euch zeigen will. Also heute ist das Video voller neuer Ideen und ja, wir fangen jetzt einfach an und ich zeige euch, was ihr alles dazu braucht. An Material habe ich heute ziemlich viel. Ich halte euch, ich versuche ganz ruhig zu halten, alle Bestellnummern jetzt mal kurz ins Bild. Ich habe einmal verwendet Flüsterweiß extra stark, hier oben, Himbeerrot und Farngrün. Dann hier drüben Kirschblüte, ein ganz kleines bisschen Schwarz und Waldenmoos. Das ist ganz viel für die Dekoration. Ich zeige euch natürlich auch gleich die Maße. Und dann habe ich noch verwendet einmal die Seerosen-Sinfonie. Das ist ein Designerpapier aus der Celebration, das mit diesen Seerosen natürlich, wie der Name sagt. Da ist auf der Rückseite immer sind es so ganz feine Designerpapiere, die nicht so viel Muster haben. Und vorne drauf sind die vielen Blütenmuster. Also das ist eben auch ganz toll auf der Rückseite zum Verwenden. Und ich habe mir aus dem Signalfarbenpaket, das ist die Bestellnummer, das ist dieses 30x30 cm große Papier, also das ganz große 30,5, 12x12, Entschuldigung, dieses ganz große Farbkartonset, da habe ich mir einmal Brombeermoos rausgenommen in diesem Fall. Auf meiner Beispielkarte habe ich Himbeerrot verwendet und jetzt mache ich es mit Brombeermus. Und jetzt zeige ich euch, was ihr an Maßen für die ganze Karte braucht. Also meine Grundkarte, wie gesagt, ist jetzt Brombeermus. Ich habe hier schon ein großes Stück. Das Papier ist jetzt 30 x 15 cm und bei 15 cm gefalzt. Also die lange Seite 30, 15 cm hoch und dann einmal bei 15 cm gefalzt. Dann bekommt ihr dieses tolle Kartenmaß. Dann verwende ich Flüsterweiß. Und zwar habe ich jetzt ein Papier Flüsterweiß, das ist ein bisschen kleiner. Das hat 14,5 x 14,5. Das große, das hinter unsere Frontseite kommt, ist 15 x 15 cm. Und dann habe ich hier noch so einen kleinen Streifen, der ist 14 x 3 cm. Der ist für vorne drauf als Deko. Und dann habe ich mir schon ausgestanzt ein kleines Viereck aus den Stickmuster. Das zeige ich euch aber nachher, weil das brauchen wir dann eh. Wir stanzen auch zusammen heute noch. Und ich habe ein Stück, wie gesagt, Designerpapier. Ich würde euch da empfehlen, ein schlichtes Designerpapier zu verwenden. Also zum Beispiel dieses hier, das eignet sich sehr gut, weil es einfach nicht mehr viele Farben mit aufnimmt, weil wir hier einfach schon ziemlich viel Deko vorne drauf haben. Ich würde da was Neutrales wählen. Ihr Lieben, ich hatte leider einen Denkfehler. Ich habe euch ein falsches Maß gesagt. Und zwar, bitte beachten, das Designerpapier muss 19 x 15 cm haben und wird auch rechts und links bei 1 cm gefalzt. Bitte beachten. Okay, und wir falzen es jetzt auch zusammen. Also ich habe jetzt 19 x 15 und meine 19 cm Seite, die lange Seite liegt oben. Und jetzt falze ich mir das, ich lege mir das hier bei 1 cm an. Einmal hier, dann drehe ich mir das so, dass meine Falzlinie jetzt auf der linken Seite liegt und falls es mir nochmal bei einem Zentimeter, dann haben wir eine neue gebogene Front. Super, also ganz wichtig,
19 mal 15 cm verwenden. Okay, und die ganzen anderen Farben, die ich euch gezeigt habe, also Himbeerrot, Kirschblüte, Schwarz, Waldmoos und Farngrün, sind für die Dekoration. Da habe ich schon einiges vorbereitet, weil das wirklich viel ist und ja, sonst sprengt es den Rahmen vom Video. Okay, wir legen jetzt einfach mal los. Ja, und ich starte jetzt mit dem Stempeln und dazu habe ich mir jetzt drei Stempelfarben rausgesucht. Einmal Brombeermus, einmal Kirschblüte und einmal Farngrün. Und damit bestemple ich jetzt das erste Mal meine Innenseite vom Papier. Und zwar, ihr müsst ein bisschen aufpassen, das ist die etwas kleinere Seite. Das ist die mit 14,5 x 14,5 cm. Ich muss selber schauen, dass ich die richtige habe. Und mit der fange ich jetzt einfach mal an zu stempeln. Und ich nehme mir die Painted Poppies raus, mein Lieblingsstempelset im Moment. Und dann nehme ich mir einmal den großen, diesen kleineren Blütenstempel und dieses Blattwerk. Und das stempel ich jetzt da drauf. Und natürlich muss ich noch ein kleines bisschen Werbung machen, weil ich ja, wie gesagt, diese Painted Poppies so gerne mag. Und das so gut zum Thema passen würde, habe ich euch hier auch schon mal zwei Videos gezeigt, wo man einmal so eine kleine Dankeskarte machen kann. Die kann man ganz toll gestalten. Die verlinke ich euch jetzt mal hier oben. Und das, was jetzt auch super zu unserer großen Karte passen würde als Kombination, wenn man hier das gleiche Designerpapier verwendet wie auf der Karte, hätte man hier auch noch so eine tolle Box, in der man zum Beispiel eine Badekugel unterbringen kann. Und die würde super dazu passen und deswegen wollte ich euch die jetzt auch noch zeigen. Und die habe ich euch auch schon als Video aufgenommen, das findet ihr auch hier oben. Okay, dann geht's jetzt los mit Stempeln. Als erstes schnappe ich mir mal meinen Brombeermus. Und nehme mir mal die größte Blüte, wobei ich es jetzt diesmal so gemacht habe. Also hier auf meiner Musterkarte habe ich die Blüten in dunkel gestempelt und den Spruch in hell. Und jetzt weiß ich noch gar nicht, wie ich die Karte verwenden werde. Also ich werde jetzt noch keinen Spruch reinmachen. Deswegen werde ich jetzt wahrscheinlich die Blüten unterschiedlich stempeln von der Farbe her und den Spruch dann aber in dunkel machen, wenn ich dann später einen Spruch reinsetze. Und dann nehme ich mir jetzt als erstes mal die große Blüte und Kirschblüte. Und setze mir die jetzt einmal hier oben so drauf, dass sie noch so ein bisschen reinschaut ins Bild. Dann nehme ich mir mal das Farngrün, das mache ich mir auch gleich auf. Hier ist nämlich erst noch die kleinere Blüte mit dem Brombeermus. Ich hoffe, das wird nicht zu bunt. Ich glaube, ich mache das nicht so. Mache ich das so? Das wird mir vielleicht zu bunt. Ich würde mir jetzt beide Blüten in der Kirschblüte stempeln. Mir nur kurz den Stempel noch mal sauber gemacht und den Spruch, wenn ich dann später den Spruch reinmache, den würde ich dann eben in Brombeermus stempeln. Sonst wird mir das vielleicht zu bunt. Und jetzt nehme ich mir noch diesen Zweig und das Farngrün und gehe mir da vorsichtig so über den Rand, dass es immer nur ganz leicht hier ins Bild reinschaut und ich drehe mir den Stempel auch ein bisschen. Seht ihr das? Einmal in diese Richtung, einmal in diese Richtung, dass mir das hier nur ganz leicht hier unten am Rand so reinschaut. Und da machen wir auch noch einen hin. Genau, dass die Blüte da einfach so ein bisschen umrahmt wird. Und so mache ich es auch hier oben. Einfach nur so kleine Spitzen schauen da rein. Und das sieht man jetzt ein bisschen schwach, finde ich, in der Kamera. Das ist ein bisschen dezent, aber sehr schön. Und wenn man jetzt hier oben einfach noch so sich einen Spruch vorstellt, herzlicher Glückwunsch in einem dunkleren Ton, dann sieht das mit Sicherheit total schön aus. Also das kann ich nachträglich dann noch stempeln, wenn ich weiß, was dann da reinkommt am Ende. Okay, dann packe ich kurz alles zur Seite und wir machen gleich weiter. Ja, und die nächste Station ist sozusagen die Pflegestation, kann man sagen. Jetzt mache ich mir die ganze Deko für vorne und auch schon mal die Öffnung für unser Fenster machen wir jetzt gleich, wenn wir die Stanzmaschine da haben. Und ich starte jetzt als erstes mal mit Stanzen. Ich nehme jetzt hier mal die Mohnblütenstanzformel und die Stickmusterstanzformen, die gehen leider raus aus dem Katalog, aber die finde ich so schön und die passen da so gut dazu. Ich wollte sie nochmal verwenden für euch im Video. Und ich habe mir jetzt hier schon einiges ausgestanzt. Also ich habe mir einmal dieses schmale Teil, dieses schmale Blätterteil und das breite Blätterteil und dieses Blätterteil schon mal ausgestanzt. Beides jeweils, also zusammen alle drei auf ein Blatt Papier gelegt, einmal in Waldmus und einmal in Farngrün. Das habe ich schon da. Dann habe ich mir zweimal die große, füllige Blüte ausgestanzt in Himbeerrot und zweimal diese kleine Blütenmitte in Schwarz. Und jetzt machen wir eben noch, und dann eben noch einmal in Kirschblüte dieses Teilchen. Das machen wir jetzt gleich zusammen. Ich zeige euch auch gleich den Aufbau.
weil wir auch noch prägen werden. Aber jetzt kurbel ich mir das einmal durch. Schwupps. Dann haben wir nämlich die Blüten schon mal fertig. Das geht auch super raus aus der Form, also das kann man sich einfach so durchbrechen. Und dann hier gleich abziehen. Bevor ich die Stanzformen aufräume, würde ich euch immer empfehlen, das nochmal durchzuzählen. Also ich schreibe mir ja immer hin, wie viele Stanzteile sind da drin in meinem Paket. Und ich zähle mir das immer nochmal durch, bevor ich das zurückräume, nicht, dass mir da irgendein Kleinteil verloren geht. Das wäre so schade, deswegen, das kann ich euch nur als Tipp ganz nah ans Herz legen, dass ihr da gut auf eure Stanzformen aufpasst. Und was ich jetzt noch mache, ist, ich werde jetzt nicht mehr stanzen, sondern prägen. Wir stanzen gleich nochmal, aber vorher präge ich noch und dafür nehme ich mir diese mittlere Platte hier raus. Ich habe also die dicke Grundplatte, eine Acrylplatte. Dann kommt meine schöne Schnörkel-Prägeform. Auch die geht leider raus aus dem Sortiment, aber auch die liebe ich sehr. Und die kommt dann hier eben mit dem Papier dazwischen rein und dann kommt nochmal eine Acrylplatte drüber. Und dann kann man sich das einmal kurz durchkurbeln. Aber ihr könnt dann natürlich jede Prägeform nehmen, die ihr habt. Es gibt auch die Pariser Schnörkel zum Beispiel, die passen auch ganz schön. Die bleiben oder kommen neu in den Katalog, bleiben, würde ich sagen. Und jetzt habt ihr hier so eine richtig schöne geprägte Papierform und könnt nachher auswählen, ob ihr lieber die Seite, die nach oben geht oder die Seite, die nach unten geht, vorne drauf haben wollt auf eurem Papier. Aber die Deko steht jetzt komplett und jetzt kommen wir noch einmal zu unserer Frontseite. So, ihr Lieben, und jetzt an dieser Stelle gibt es einen kleinen Schnitt, denn mir ist ein kleiner Fehler passiert, gerade eben, und deswegen nehme ich euch das jetzt nochmal mit richtiger Variante natürlich auf. Ganz wichtig, das Designerpapier hat 19 x 15 cm, also ein neues Maß, ein anderes Maß. Ich habe es euch bestimmt vorne so schon reingeschnitten, aber ich möchte es an dieser Stelle nochmal sagen. 19 x 15 cm bei 1 cm rechts und 1 cm links gefalzt, mit dem arbeiten wir jetzt. Und ich mache mir jetzt hier vorne mein Fenster rein und das stanze ich gleich aus. Aber dazu wollte ich euch noch einen kleinen Tipp zeigen. Und zwar mache ich das jetzt so, dass ich mir das ein bisschen ausmesse. Ich möchte nämlich von oben 2 cm haben. Und von da rechts ungefähr 1,8 cm. Und da mache ich mir jetzt einfach mit dem Bleistift einen Punkt hin bei 2 cm von oben. Nehme ich mal kurz ein bisschen näher hin. Also 2 cm vom oberen Rand an eurer Ecke, die ihr euch ausgesucht habt. Und 1,5 oder 1,8 cm, je nachdem, wie es euch besser gefällt. Ich mache mir hier einfach nur so eine kleine Markierung hin. Und hier vorne so ein bisschen weiter auch nochmal bei 2 cm. Einfach, dass ich weiß, da möchte ich mir das Fenster anlegen. Und jetzt nehme ich mir meine Stanzform, lege mir die hier so an meine Markierungen hin. Ich kann auch hier unten nochmal nachmessen. Also ich habe jetzt ungefähr 1,8 cm. Genau, dass das einfach so passt. Und jetzt nehme ich mir ein Post-it und kleben mir das hier einfach so drüber, damit meine Stanzform jetzt schön da hält. Damit ich mir das jetzt gleich so durch die Big Shot durchkoppeln kann. Und ihr könnt euch das vorher überlegen, welche Seite euch ganz gut gefällt. Also bei meinem Papier hier ist ja natürlich so ein Musterverlauf. Ich zeige euch jetzt mal mein älteres, das falsche. Das ist hier unten so weiß gewesen und hier oben so ein bisschen dunkler. Und das fand ich ganz schön, dass das hier unten, diese Ecke sieht man ja ganz gut dann nachher ohne Deko, dass das ein bisschen weißer ist. Und so habe ich es hier auch gemacht. Hier ist diese weißere Fläche unten. Und ja, das kommt natürlich auf euer Papier an. Aber das ist vielleicht auch so ein kleiner Tipp noch, dass man sich das dann so aussuchen kann, wie man das Papier hätte, wo man gerne das Fenster hätte. Und jetzt stanze ich nochmal. Ich habe unten wieder die dicke Platte, dann einmal die dünnere Auflegeplatte drüber und dann noch die Acrylplatte. Ganz normaler Stanzaufbau. Legt mir hier meine Papier mit meiner Stanzform gleich rein. Eine Acrylplatte drüber und kurbel mir das einmal durch. So. Und bei den Stickmusterrahmen gibt es ja auch noch die zweitgrößte Form, die hier. Die habe ich mir auch schon einmal in Flüsterweiß ausgestanzt. So habe ich jetzt alle Stanzteile und alles, was man noch stanzen muss, gemacht. Ich kann mir meine Stanzformen wieder aufräumen. Und habe jetzt sieht mein Fenster, mein Designerpapier vorne so aus. Dieses Teilchen hier, das brauchen wir auch noch als Deko. Das heben wir uns auf jeden Fall auf.
Und dann können wir jetzt ans Zusammenbauen gehen. Ich schnapp mir jetzt als erstes mal meine Grundkarte in Brombeermus und klebe mir als allererstes mal meine Innenseite hier innen rein. Einfach, dass die schon mal weg ist aus meinen ganzen vielen Zetteln hier. Das mache ich einfach mit ein bisschen Flüssigkleber. Und, da braucht ihr gar nicht viel. Einfach schön dünn auftragen, einmal außenrum. Ich hoffe, das sieht man überhaupt in der Kamera. Und dann mache ich so, dass diese halbe oder diese kleinere Blüte ist bei mir jetzt links unten. Und die größere Blüte ist jetzt rechts oben hier im Bild. So finde ich das ganz schön eingerahmt. Aber man könnte es natürlich auch andersrum gestalten. Und genau, so sieht meine Innenseite jetzt im Moment aus. Wer möchte, könnte natürlich auch noch auf diese Seite zum Beispiel noch einen Spruch oder so. Hier könnte man auch nochmal herzlichen Glückwunsch oder zum Geburtstag und dann hier herzlichen Glückwunsch oder sowas. Das kann man natürlich dann auch noch variieren. Und genau, jetzt kommen wir zum Mechanismus. So ihr Lieben, und an dieser Stelle möchte ich nochmal was vermerken, was mich immer ein bisschen gestört hat an der Karte. Und das habe ich jetzt auch ein bisschen anders gelöst und ich hoffe, das funktioniert jetzt so für euch am Video am besten. Ich habe gesagt, ihr schneidet euch jetzt so 15 x 15 cm. Wenn man das macht und man klebt dann nachher diese Fläche hin, dann hat man immer an der Seite so einen kleinen Rand, der übersteht. Deswegen schneide ich mir jetzt dieses Papier 15 x 15 cm noch zu auf 15 x 14,8 cm. Also wirklich ein kleines bisschen kleiner. Das ist wirklich ganz minimal kleiner und merke mir jetzt diese Position sozusagen. Also mein 14,8 cm Teil ist dieses Teil, das ich jetzt gleich so zusammenkleben werde. Ihr müsst es nicht machen, aber wenn ihr es nicht macht, durch das, dass das Papier hier an der Seite immer ein kleines bisschen aufträgt, wird immer die Karte so einen leichten Rand haben. Und das versuchen wir jetzt mit diesem kleinen Tipp noch zu vermeiden. Okay, also wir legen uns das jetzt mal so hin und jetzt kleben wir alles zusammen. Das erste, was ich mache, ist, dass ich mir meinen Papierfalter schnappe und dass ich mir meine Frontseite so ein bisschen in Form biege. Ganz leicht, so zweimal, streiche ich mir das hier so oben drüber und versuche auch mit dem Papierfalter hier möglichst weit reinzukommen. So, und das mache ich auf der anderen Seite auch. Und hier müsst ihr ein bisschen aufpassen, dadurch, dass wir ja hier diesen feinen Steg haben, bin ich da persönlich ganz besonders vorsichtig. So. Und die Radiergummi, wenn ihr euch das aufgezeichnet habt, dann könnt ihr natürlich vorher noch die Bleistiftreste wegradieren. So, okay, aber so ist unsere Karte schon mal in Form gebracht. Und wir machen es jetzt so, dass wir jetzt auf die Innenseite Kleber aufbringen. Und zwar nehme ich jetzt hier das Abreißklebeband und klebe mir das einfach rechts und links innen auf mein Papier auf. Sieht man jetzt hier ganz gut, weil man hier natürlich die andere Designerpapierseite hat, diese Blütenseite. Da muss man ein bisschen aufpassen, dass man eben, wie gesagt, die Innenseite erwischt. Und dann kann nichts mehr schief gehen, hoffe ich. Jetzt nehme ich mir mal die Klebestreifen ab. Und jetzt ist das, wo man eben aufpassen muss. Also das 15,8 cm Teilchen, das sieht man jetzt mit bloßem Auge nicht, dass es 2 mm kleiner ist. Diese Länge, das ist quasi unsere Breite, wo wir das hier reinkleben. Und da mache ich es jetzt so, ich schiebe mir jetzt, ihr könnt es euch so merken, oben und unten ist das Papier genau gleich hoch. Also das passt absolut. Und an der Seite ist es eben 2 mm kleiner. Und da mache ich es jetzt so, ich gehe mit meinem Papier hier direkt an diese Falzlinie hin. Seht ihr das? Also hier ist meine... Ich zoome euch mal vielleicht noch ein bisschen näher ran. Muss ich nur mit der anderen Hand machen. Hier ist mein Knick von meiner Falzlinie. Und das Fenster liegt auch so. Und da gehe ich jetzt mit dem Papier direkt an diese Falzlinie hin. Das Einzige, worauf ich achten muss, ist, dass oben und unten mein Papier passt. Hier von der Höhe, oben und unten. Und dann knicke ich mir hier mein Klebestreifen sozusagen nach innen. Wenn es jetzt nicht ganz passen sollte, könntet ihr das jetzt natürlich immer noch abschneiden. Bei mir passt jetzt ganz gut. Und jetzt gehe ich hier rüber, halte mir das so, also das sieht man jetzt wahrscheinlich von oben gar nicht. Man kann es natürlich nicht ganz flach hinlegen, weil es natürlich diese Wölbung hat. Aber ich halte das so, dass hier unten
ich halte das schon so, seht ihr das? Gehe wieder genau an die Falzlinie hin mit meinem Papier, schau wieder, dass oben und unten bündig ist und klebe mir jetzt hier noch die andere Seite außen drauf. So sieht jetzt meine Frontseite aus, ist also schon fast fertig. Und ihr habt, wie gesagt, hier diesen 14,8 cm Breite ist hier diese Seite. Okay, und jetzt kommt unser großer Moment. Passt es jetzt auch wirklich? Und jetzt passt es perfekt. Super. Und jetzt nehme ich mir einfach Flüssigkleber, mache den hier hinten drauf. Ganz locker. Und noch so ein bisschen an den Rand, aber nicht zu sehr, dass es nicht an der Seite rausquetscht. Und jetzt nochmal gucken, wo ist die Innenseite, dass es passt. Und dann klebe ich mir hier die Frontseite so schön auf. Und wirklich hier muss man noch gucken, dass man noch ein bisschen ruckeln kann. Also nicht gleich festdrücken, sondern erstmal noch ein bisschen schauen, dass man die Ränder schön erwischt und dass man da dann so einen richtig schönen Kartenabschluss hat. Und so passt es super mit der Frontseite. Das ist jetzt richtig schön geworden. Das passt jetzt genau mit diesen 14,8 cm. Dann nehme ich meinen Papierfalter und gehe da innen nochmal rein. Streiche mir das wirklich schön glatt, damit sich der Kleber gut verteilt. Und habe jetzt hier meine wunderschöne Frontseite. Jo. Also das ist der Mechanismus von der Karte. Und jetzt ist sie richtig gut geworden. So passt es jetzt, bin ich zufrieden. Hier noch ein bisschen anstreichen. So, und gestern, als ich die Karte gebastelt habe, da ist mir noch was eingefallen. Und das wollte ich euch eben jetzt zeigen mit dieser halbrunden Kartenform. Ihr könntet natürlich die Karte auch so gestalten, dass man hier noch so einen Klebestreifen reinmacht und dass man nur die Hälfte von der Karte dann als Bogen hat. Wisst ihr, was ich meine? Dass es hier noch so angeklebt ist und dann kommt der Bogen raus. Und gestern hat es bei mir total super ausgeschaut, aber heute gefällt es mir nicht. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich gestern hier 1,5 cm hatte und heute habe ich 1,8. Da geht nämlich hier, seht ihr das? Das geht so nach unten. Das hebt sich nicht so schön ab, wie ich das gern hätte. Und deswegen lasse ich das jetzt weg. Aber ich möchte euch natürlich als Idee sagen, wenn das vielleicht eine Idee für euch wäre, könntet ihr die Karte so halbrund machen. Dass durch das, dass ihr hier und hier zum Beispiel, würde wahrscheinlich sogar auch ein Klebepunkt reichen. Und euch das dann nochmal so ein bisschen aufbiegt, dann habt ihr hier nochmal so eine andere Kartenform. Also so eine halb gebogene Kartenform. Und dann würde ich euch, wie gesagt, hier empfehlen, wirklich nur 1,5 cm. Ich habe jetzt hier 1,8 cm gemacht, deswegen steht mir das hier nicht so schön auf. Und es kann natürlich auch in der Stanzform liegen. Also wenn man zum Beispiel eine ovale Stanzform benutzt, dann kann es auch wieder ganz anders aussehen. Okay, aber wie gesagt, ich lasse es jetzt so. Mir gefällt es jetzt besser, wenn die wirklich komplett gebogen ist da vorne an der Front. Und wir machen jetzt einfach weiter. Als nächstes nehme ich mir meine ganzen Design-Elemente und klebe mir die zusammen. Einmal die Mohnblüte, das mache ich auch mit ein bisschen Flüssigkleber. Und hier habe ich inzwischen gemerkt, nachdem ich so viel mit den Mohnblüten arbeite, gibt es eine Ecke, an der ich mich sehr orientieren kann. Das ist dieser ganz obere Zacken hier. Und an dem, wenn ich den gefunden habe, auf beiden Blüten, dann klappt es super mit dem Zusammenkleben. Und dann nehme ich mir noch meinen Blütenmittelpunkt und klebe mir den hier auch noch so auf. Und was ich vorher schon gemacht habe, was ich jetzt auch vergessen habe, ist, dass ich mir die Blüte, das kann man aber nachträglich auch machen, einfach nur ein bisschen so in Form gebogen habe. Und zwar vorsichtig so nach oben und nach unten, damit die hier einfach so schön, dass die nicht ganz platt ist, dass die einfach so ein bisschen Form hat. Dann nehme ich mir meine beiden Vierecke und klebe mir die aufeinander. Und auch hier wollte ich euch noch einen kleinen Trick oder eine kleine Idee zeigen. Also ich mache es ja so, dass ich da wahrscheinlich wieder Zahlen drauf mache. Also zum Beispiel zum 80. oder zum 60. wie auf der Beispielkarte. Aber man kann natürlich, wenn man zum Beispiel die Zahlen nicht hat oder überhaupt jetzt nicht zum Geburtstag des bastelt, sondern vielleicht zum Muttertag oder so, dann kann man hier natürlich auch einen schönen Spruch drauf stempeln. Und was man da eben auch machen kann, was ich eigentlich auch ganz cool finde und was ich euch zeigen wollte, wenn man das festklebt, dann könnte man den Spruch auch so rum drauf stempeln und das dann hier in dieser Art und Weise hier reinkleben. Ich hoffe, das seht ihr von oben gut, dass man hier einfach so diese
nochmal so ein bisschen eine andere Form hat. Oder natürlich eben mit Spruch so rum. Okay, und jetzt nehme ich mir mal meinen Streifen, den ich geprägt habe, und suche mir die Seite aus, die mir besser gefällt. Also das ist ganz Geschmackssache. Ob ihr lieber das, wo in die Tiefe geht, vorne haben wollt oder das, wo in die Höhe geht. Mache mir nochmal ein bisschen Flüssigkleber drauf und klebe mir jetzt den Streifen hier noch an den Rand. Auch hier würde ich wieder mit Flüssigkleber arbeiten, einfach, dass man noch ein bisschen hin und her ruckeln kann, bis einem das Maß am besten gefällt. So. Genau, also jetzt habe ich hier vorne schon mal die Deko drauf. Und dann mache ich mir noch auf meine Rückseiten von meinen Blüten einfach Dimensionals und arrangiere mir das hier schön drauf auf meine Karte. Diese Blüte habe ich schon drauf. Und die ganzen Blätter, die mache ich einfach mit Klebepunkten drauf. Ich möchte mal noch ein bisschen näher hin. Geht es so? Weil das passt schon ganz gut so. Und jetzt gucke ich einfach, wie mir das da gefällt. Auch hier mache ich so, dass ich mir die Blüten noch nicht sofort komplett aufklebe, sondern erstmal so ein bisschen hinlege. Ein bisschen gucke, wo geht die übereinander, was gefällt mir da gut, und dann klebe ich sie erst richtig an. Ich finde es eigentlich ganz schön, wenn die hier so ein bisschen übereinander stehen. So. Hier. Genau, und von den Blättern her, das ist Geschmackssache, was einem da einfach am besten gefällt, aber ich denke, ich mache es jetzt wieder so wie auf meiner Beispielkarte. Da lege ich mir das auch, stecke ich mir das vorher so ein bisschen drunter, dass ich weiß ungefähr, wo muss der Klebepunkt hin. Wie weit kann ich das da reinbauen? Genau. Und dann klebe ich mir das einfach so nach und nach an. Und ich mache mir die Klebepunkte einmal auf die Oberseite von meiner Blüte und einmal einen auf die Unterseite von der Blüte. Einfach damit ich das zwar erstmal nach oben fixiere, aber dann auch nach unten nochmal ankleben kann. Aber dass es nicht so ganz fix dran klebt, sondern dass es schon noch ein bisschen so absteht. So hat man einfach nochmal so ein bisschen mehr diese 3D-Optik. Und trotzdem eigentlich einen sicheren Halt von den Blüten. Und wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, so wie jetzt hier, ich mache mir das jetzt relativ weit dahin in den Hintergrund, möchte aber, dass diese Blüte so ein bisschen übersteht und dass die aber dann schon wieder ein bisschen fixiert ist, oder vielleicht auch die hier, dann kann ich diesen Klebepunkt, den ich unten drauf mache, auch einfach danach noch hinmachen. Dann sehe ich, wo ich den am besten befestigen kann. So zum Beispiel. Dann hier oben, das ist jetzt so ein ganz dünner Faden sozusagen. Da rolle ich mir einen Klebepunkt einfach ein bisschen zusammen und setze mir den hier ganz oben drauf. Und da muss man ein bisschen tüfteln, wie weit man das unter die Blüte reinschieben kann. Je nachdem, wo dann das Dimensional ist zum Beispiel. Genau, und dann habe ich noch so einen kleinen. Hoppala, der klebt jetzt schon. So, noch ein bisschen weiter rein. Der kann ja auch ruhig noch ein bisschen so in das Fenster reinschauen. Das schaut auch eigentlich ganz schön aus. So. Okay, und dann habe ich mir gedacht, vorne drauf muss gar nicht mehr sehr viel mehr. Ich hatte auch schon überlegt, ob ich meinen Garn wieder hinmache, aber ich fand es jetzt mit den Glitzersteinen am schönsten. Jetzt nehme ich mir einfach noch 3 Strasssteine und verteile mir die hier noch so ein bisschen außenrum. Das macht einfach nur ein bisschen so Highlight. Und wenn ihr da gerade so einen schönen Schnörkelbogen habt, wo das schön reinpasst, dann könnt ihr das natürlich da auch so reinbauen. Wie wenn das so ein Tautropfen von dem Schnörkelblatt wäre. So. Hier oben passt es jetzt auch gerade ganz gut. Gucken wir mal. Seht ihr das? Das ist genau in der Schnecke. Genau, also so hätte ich mir jetzt die Vorderseite gestaltet, und auch innen rein habe ich noch einen Glitzerpunkt gemacht. Auf die Blüte drauf, einfach noch so einen kleinen. Da nimmt man noch mal ein bisschen so die Vorderseite mit auf, weil man hat jetzt hier das Designerpapier gar nicht drinnen. Das könnte man, wie gesagt, hier an die Seite noch hinmachen, aber ich fand das so jetzt ganz schön. Und dann würde ich mir, wenn ich weiß, was ich da innen rein mache, noch die Innenseiten aufkleben. Da hätte ich so gemacht, dass ich mir mein weißes Etikett eben zuerst bestempel oder beklebe mit diesen
Zahlen und dann mit der Menschnetz hier aufbringe und dann Flüssigkleber reinmache und dann den Flüssigkleber. Das kann man trotzdem super machen, dass man dann hier einfach schön das in den Hintergrund so reinklebt. Seht ihr das? Also das funktioniert total super. Aber für mich ist es jetzt wirklich schwierig, das fertig zu machen, weil ich nicht genau weiß, was aus der Karte wird. Soll da jetzt auch eben so eine Zahl reinkommen oder soll da der Spruch mit dem herzlichen Glückwunsch? Deswegen würde ich das jetzt mal so lassen und fürs Foto vielleicht doch mal kurz festkleben. Und dann könnt ihr das so gestalten, wie das für euch passt, für euren Spruch oder so. Genau. Und als allerletztes kleines Highlight habe ich dann mir noch den Wink of Stella geschnappt. So, hier. Das ist dieser Glitzerpinselstift. Und mit dem habe ich noch die Mitten beglitzert. Und dann bin ich hier außen, ich muss jetzt noch mal kurz das hochheben, bin ich hier außen auch mal noch mal so hingegangen und habe hier so ganz leicht von der Mitte raus noch ein bisschen so beglitzert. Das sieht jetzt im ersten Moment ziemlich stark aus, aber das trocknet ab und hat dann nachher so einen ganz leichten, feinen Schimmereffekt, den ich einfach noch total schön fand. Wichtig ist, die Karte kann man also schlecht in den Kuvert packen. Die müsstet ihr dann per Post, also mit einem kleinen Paketchen schicken oder eben vor die Haustür stellen oder wie auch immer. Genau, oder eine Box außenrum basteln oder weiß nicht, was man noch alles machen kann. Wenn ihr die jetzt in der Box packen würdet, dann müsst ihr aufpassen, dass hier an der Seite nichts drüber steht, weil das natürlich dann wegknickt. Da muss man das einfach noch ein bisschen weiter reinmachen. Aber ansonsten wäre die Karte jetzt so schon mal fertig. Ihr könntet, wie gesagt, auch so eine leicht halbgebogene Karte machen, wenn ihr hier in den Hintergrund einfach was reinklebt. Dann hättet ihr hier diese Form. So, ihr Lieben, also ich hoffe, euch gefällt die Karte genauso gut wie mir. Ich finde die Mohnblüten super, ihr wisst es ja. Und einfach die Kartenform ist wirklich toll. Ich wollte die unbedingt mal wieder aufgreifen. Bei meinem anderen Video habe ich euch den Hintergrund auch noch geprägt gehabt. Das habe ich jetzt hier weggelassen, weil man das nicht sehr viel sieht und weil hier auf der Karte schon sehr viel los ist. Wir haben auch hier vorne die Prägung. Da ist so ein schlichter Hintergrund ganz schön. Und man hat ja im Hintergrund auch diese Stickmuster, also die highlighten das Ganze natürlich auch nochmal auf. Hier nochmal die Innenseite mit dem herzlichen Glückwunschspruch. Wie gesagt, auf meiner Musterkarte kommt dann was rein, was ich dann eben verwenden werde für die Karte. Und eben hier nochmal die Idee, dass ihr das auch andersrum gestalten könnt. Und ich glaube, ja, insgesamt waren vielleicht in den Videos ganz viele Tipps und Tricks. Und die Karte ist wirklich einfach. Ihr braucht sehr viele Teile. Es dauert auch. Nehmt euch Zeit für die Karte. Das stimmt schon. Aber sie ist wunderschön und jeder, der sie bekommt, ist begeistert. Und was ich auch noch sagen wollte, das habe ich. Man könnte hier zum Beispiel auch ein Kinderfoto reinmachen, weil man kann ja die Karte super schön hinstellen und dann hat man hier immer so ein kleines, also wie so einen kleinen Bilderrahmen als Kartenform außenrum mit einem schönen Text für Oma und Opa oder zum Muttertag oder wie auch immer. Ihr könnt es natürlich nochmal voll abändern und ausgestalten, wie es eben für euren Anlass passt. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn euch das Video gefällt. Und wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr meine Videos mögt, würde ich mich natürlich auch freuen. Ich wünsche euch jetzt, wie gesagt, ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Bleibt gesund, passt gut auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Tschüss!